Ja, sehr geehrter Herr Seiler, sehr geehrter Herr Grieshammer, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Ich bin recht gerne gekommen, weil das Thema nicht nur so, wie mich der Herr Seiler gerade eingeführt hat und beschrieben hat, beschäftigt, sondern weil mir das auch im Zusammenhang gerade auch mit der Nachhaltigkeitsagenda ein Herzensanliegen war, die ich mitverhandelt habe in New York und die sicherlich auch so den Rahmen und die Klammer bildet. Und ich dachte mir dann auch, naja, wir reden halt über Klimaschutz beim 2050 und 2050, die Zahl hat sich ja so ein bisschen eingebrannt, aber das Öko-Institut redet von 2049, also nochmal ein bisschen ehrgeiziger und will dann auch 2050 fertig sein und das ist gut so, dass man progressiv auch an das Thema geht. Eine umfassende Strategie für einen grundlegend anderen Umgang mit Rohstoffen in Deutschland, ein Umgang, der die komplexen ökonomischen, ökologischen und sozialen Paradigmen unseres Rohstoffkonsums bei uns und auch in der Welt gleichermaßen berücksichtigt. Das ist heute hier im Mittelpunkt der Tagung und es kommt auch genau zur richtigen Zeit. Sie haben recht, wir brauchen eine Rohstoffwende. Denn unser jetziger Rohstoffverbrauch ist viel zu hoch. Weltweit zwischen 1980 und 2010 bereits hat sich dieser Rohstoffverbrauch mehr als verdoppelt, von 36 Milliarden Tonnen auf knapp 80 Milliarden Tonnen. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich, was das bedeutet innerhalb dieses kurzen Zeitraums. Und 2011 hat der UNEP dann auch mit seinem International Resource Panel gewarnt, dass der weltweite Rohstoffverbrauch bis 2050 selbst dann noch mindestens 40% anwächst, wenn wir quasi unseren Rohstoffverbrauch halbieren würden und die Entwicklungsländer auf diesem halbierten Niveau das angleichen würden. Im Jahr 2050 haben wir fast 10 Milliarden, korrekt 9,7 Milliarden Menschen hier auf der Erde und alle haben den Anspruch und auch sicherlich das Recht, in Wohlstand und Sicherheit zu leben. Und das heißt im Klartext, ein Drittel Menschen mehr auf der Erde heißt auch mehr Rohstoffe, die gebraucht werden. Und das heißt auch, dass dann der globale Rohstoffbedarf bei 140 Milliarden Tonnen oder anders ausgedrückt, wir würden 2,5 Erden brauchen, liegen würde. Mir ist immer so eine Zahl im Kopf, wo das eigentlich nochmal deutlich macht, allein von Deutschland, so wie wir leben, so wie wir konsumieren, so wie wir produzieren, bräuchten wir, wenn wir das fortführen würden, 3 Erden. Und ich glaube, das hält einfach eine Erde nicht aus und deswegen ist wichtig, dass wir jetzt handeln und es angehen. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Rohstoffen in den Industrienationen ist nach wie vor um ein Mehrfaches erhöht, also nicht nur bei uns. Und in den weniger entwickelten Ländern, die jedoch rund 80% der Umweltauswirkungen zu tragen haben, nämlich dann auch spürbar. Das ist nicht gerecht und kann auch und darf auch nicht dauerhaft so bleiben. Unser Ziel muss es also sein, dass Rohstoffe und andere natürliche Ressourcen dauerhaft für die gesamte Menschheit reichen. Ich denke, das ist nicht nur ein Umweltproblem, das ist auch, hat auch was mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun und somit wir auch die Lebensgrundlagen für alle Menschen, wie aber auch unsere Lebensgrundlagen in unserer Umwelt erhalten und somit auch das Wohlergehen der Menschen insgesamt ermöglichen. Wir haben uns weltweit dazu bekannt, als wir diese Nachhaltigkeitsagenda verhandelt haben, beschlossen haben und ich denke, das war ein wichtiger Erfolg. Alle 197 Mitgliedstaaten der UN haben sich dazu bekannt, haben das unterzeichnet. Und es ist schon auch bezeichnend, dass diese Nachhaltigkeitsagenda nicht nur für Entwicklungsländer gilt, also keine reine Fortsetzung der Millenniumsziele sind, sondern dass sie auch für Industrieländer gilt und wir es genauso umsetzen. Das International Resource Panel hat ermittelt, dass 12 der 17 Sustainable Development Goals, wie sie sich nennen, die Zielbereiche, ein wirtschaftsweit nachhaltiges und effizientes Management einer ganzen Reihe an natürlichen Ressourcen unmittelbar voraussetzt, weil andererseits kann man sonst diese 17 Goals gar nicht erreichen. Der Grundgedanke bei dieser Nachhaltigkeitsagenda liegt wirklich darin, dass wir gemeinsam
alle Mitgliedstaaten gesagt haben, wir können nicht so weitermachen wie bisher, wir müssen jetzt gemeinsam handeln. Das Ziel 12.2, wenn ich das so sage, alle, die nicht in dem Thema so ganz drin sind, es gibt 17 Goals und 169 Unterziele. Lange Diskussion, ob man das so in dem Paket macht, aber ich komme später dann auch nochmal zurück. Für uns war das wichtig, dass es zusammenbleibt, damit nicht nur Klima, Böden und anderes mit da drin sind und Wirtschaft und Produktion neben den klassischen Entwicklungszielen, sondern auch Rechtsstaatlichkeit, was einfach auch und Gleichberechtigung, was auch Voraussetzung ist. Die Herausforderung ist gewaltig, speziell wenn man bedenkt, dass sich bereits bis 2030 weltweit etwa 3 Milliarden Konsumenten auf dem unteren bis mittleren Konsumniveau bewegen werden. Und das macht auch nochmal deutlich, wie brisant und wie dringend es ist. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz darauf eingehen, wie die Bundesregierung die nachhaltigen Entwicklungsziele umsetzt. Wir fangen nicht bei Null an. Wir haben eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Die schreiben wir gerade fort entlang dieser 17 Goals. Und wir sind quasi in der Schlusskurve in den Verhandlungen und hoffen, dass wir das alsbald dann auch im Kabinett jetzt verabschieden können. Wichtig, und das gab natürlich auch bei uns eine reichliche Fülle an Diskussionen, wie misst man nämlich das, wie setzt man das um? Und wir haben 60 nationale, zum Teil quantifizierbare Handlungsziele dann für das Jahr 2030 festgelegt. Und wie die Ziele erreicht werden sollen, legt die Bundesregierung durch zugehörige Programme und Maßnahmen dar. Das deutsche Ressourceneffizienzprogramm PROGRESS, das wir 2016 erstmalig fortgeschrieben haben, ist ein sehr wichtiges Programm, denn bevölkerungs- und wirtschaftliches Wachstum mit den gegenwärtigen Produktions- und Konsummustern zwingen zur Erhöhung der Ressourceneffizienz. Und deshalb sind wir mit ganz konzentrierten Anstrengungen gefordert, sowohl eine inkrementelle als auch eine größere innovationsgetriebene Erhöhung der Ressourceneffizienz der Wirtschaft zu erreichen und das weltweit. Wo sehen wir die Schwerpunkte unserer Ressourceneffizienzpolitik? Zunächst haben wir uns ein neues Ziel gesetzt. Wir wollen die Ressourceneffizienz weiter steigern und den Trend der Jahre 2000 bis 2010 fortsetzen. Das ergibt bis 2030 eine Steigerungsrate über 30%. Das ist gar nicht trivial, weil die sogenannten Low-Hanging Fruits schon geerntet sind. Und das ist wie immer, dann wird es ein bisschen schwieriger und man muss sich dann schon anstrengen. Wir betrachten bei der Ressourceneffizienz den ganzen Lebenszyklus von Stoffen und Produkten und müssen mehr in Systemen und Zusammenhängen denken. Darum bildet die gemeinsame Betrachtung von Energie- und Materialeffizienz einen neuen Schwerpunkt in PROGRESS 2. Wir wollen mögliche Synergien wie auch Zielkonflikte frühzeitig bestimmen und Inkonsistenzen auch vermeiden. Mit Blick auf die fortschreitende Umsetzung der Energiewende ist es beispielsweise notwendig, die Umweltauswirkungen dieser Transformation ganzheitlicher zu betrachten und auch bewertbar zu machen. Denn gerade im Bereich der Rohstoffnutzung sind deutliche Verlagerungseffekte zu erwarten. Viele der benötigten Dekarbonisierungstechnologien, wie beispielsweise Photovoltaik- und Windenergieanlagen, sind mit einem steigenden Bedarf an nicht nachwachsenden Rohstoffen und gegebenenfalls seltenen Rohstoffen verbunden. Und diese Entwicklung beachten wir genau, beispielsweise an Forschungsprojekten. Und ich war gestern Abend auch zu einem Thema Rohstoff und Rohstoffnutzung unterwegs, nämlich mit den Biokraftstoffen. Also wir konzentrieren uns ja jetzt nochmal auf ein anderes Feld. Aber auch da gibt es natürlich immer zwei Seiten einer Medaille, die wir dann auch genau betrachten müssen mit dem integrierten Ansatz. Die Steigerung der Rohstoffeffizienz in der Produktion bietet nicht nur Herausforderungen, sondern vor allem auch große Potenziale. Und daher wollen wir Förderprogramme für material- und energieeffiziente Techniken und Verfahren, das machen wir zum Beispiel mit unseren
Umweltinnovationsprogramm fortführen und auch ausbauen. Eine wichtige Stellschraube zur Erhöhung der Ressourceneffizienz ist auch weiterhin die betriebliche Ressourceneffizienzberatung für kleinere und mittlere Unternehmen. Das erfolgreiche Kompetenzzentrum Ressourceneffizienz VDIZRE wird daher fortgeführt und bis Mitte 2019 aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative finanziert. Es entwickelt Handreichungen und Arbeitsmittel zur Information, Beratung und Qualifizierung, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Und daneben werden wir Angebote zur Material- und Energieeffizienz auch insgesamt ausbauen und stärker vernetzen. Also sowohl unser Umweltinnovationsprogramm als auch unsere Beratungsinitiative für kleine und mittlere Unternehmen mit der Klimaschutzinitiative. Wir sind in unserem Haus nicht so üppig ausgestattet mit Finanzmitteln, aber wir sehen dann doch, dass man mit vielen Projekten eigentlich den Anstoß und den Stein ins Rollen bringt und vieles auch bewegen kann. Auch Produkte und ihr Konsum müssen ressourcenschonender werden und wir brauchen eine Trendumkehr. Modulares Design, Reparaturfähigkeit und eine längere Lebensdauer, darauf kommt es an. Ich kann auch kurz sagen, Cradle to Cradle, dann ist es am besten und schnell ausgedrückt. Aber jetzt habe ich es mal übersetzt aus dem Neudeutschen. Und man muss einfach auch gucken, in welcher Zeitspanne Produkte auch genutzt werden. Es gibt ja auch da eine Art Kaskadennutzen, die möglich ist. Ganz wichtig für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es dann auch, besser informiert zu werden. Weil das Produkt an und für sich, wenn es im Regal steht, sagt man erstmal gar nichts darüber aus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es sichtbar machen, welche Bedingungen oder unter welchen Bedingungen welche Rohstoffe dann auch eingesetzt werden. Deshalb arbeiten wir derzeit, und das haben wir schon in unserem integrierten Umweltprogramm angekündigt, an einem zweiten Preisschild, dass die Umweltauswirkungen besonders umweltrelevanter Produkte und Dienstleistungen darstellen soll. Es orientiert sich an dem europaweiten Energielabel für Haushalts- und Bürogeräte und zudem soll ein Standardportal für nachhaltigen Konsum den Zugang zu glaubwürdigen Informationen erleichtern. Natürlich auch freiwillige Umweltlabel. Jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung für unseren blauen Engel. Der ist schon etwas betagter, aber immer noch zeitgemäß und gut und auch verlässlich. Daneben sollten wir auch offen über Informationsanforderungen an Produzenten zur Materialeffizienz, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit von Produkten nachdenken. Ich würde es sehr begrüßen, wenn auch die Europäische Kommission diese Initiative denn aufgreifen würde. Um die Ressourceneffizienzpotenziale eines nachhaltigen Konsums zu heben, werden wir zudem Handlungsansätze und Maßnahmen des nationalen Programms nachhaltiger Konsum konsequent mit Leben erfüllen. Wir haben vor allem da 5 Bereiche auch nochmal hervorgehoben, wo die größten Potenziale zu heben sind. Und es ist mir ganz besonders wichtig auch zu betonen, das ist das eine, aber es kommt natürlich auch auf soziale Innovationen an. Was meine ich damit? Also es ist immer eine Frage, wie man mit welcher Einstellung da dran geht. Manchmal, wenn man jung ist, möchte man ja auch im Trend sein. Also denke ich, es ist gut, wenn wir das hinkriegen und so einen Tipping Point kriegen, dass es zum Trend wird, darüber auch gar nicht groß nachzudenken, sondern dass es selbstverständlich ist und eben in, dass man nachhaltige Produkte dann auch kauft. Lernprozesse anzustoßen, hin zu einem Weg einer nachhaltigen Effizienzkultur zu bereiten. Und deshalb unterstützt die Bundesregierung eine Vielfalt von Dialogformaten, Netzwerken und nationalen Kontaktstellen, wo über solche Dinge, soziale Innovationen und Dienstleistungssysteme dann auch diskutiert wird, geforscht wird und die dann zu einer ressourceneffizienten Nutzung führen. Also wir investieren sehr gerne in Projekte und manchmal ist es auch wichtig, dass man gleich zu Beginn investiert. Ich sage das so mit so einem kleinen Seitenhieb, weil wir ja immer auch wieder mal in der Diskussion stehen, was wir im BMUB finanzieren, ob wir eine gewisse Diskussionskultur, ob bei Handelsverträgen diskutieren oder mit wem wir bei Projekten, ich sage es ganz deutlich, bei Projekten zum Beispiel zusammenarbeiten. Und deswegen ist wichtig, wir sind innovativ und
das hat auch seinen Erfolg bisher auch unserer Arbeit begründet. Ein neuer Schwerpunkt in Progress 2 ist die Steigerung der Ressourceneffizienz in und durch Informations- und Kommunikationstechnik. Das ist wichtig, denn gerade in dem Bereich gibt es zwei Seiten. Einmal ist es sehr rohstoffintensiv und verbraucht häufig mehr Energie als während ihrer eigentlichen Nutzungsdauer. Und bei ihrer Entsorgung entstehen oft massive Umweltauswirkungen. Und es reicht also nicht, lediglich den Energieverbrauch bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnikprodukten zu optimieren, sondern wir müssen die Energie- und Ressourceneffizienz von diesen Produkten und Geräten auch auf dem Markt, wie sie auf den Markt gelangen, entsprechend darstellen. Und Herr Grieshammer, ich freue mich einfach immer noch über unsere zwei Preisträger in Vorbereitung heute zur Rede der DBU, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Das sind so kleine Schritte, wie wir auch da das nochmal in den Mittelpunkt stellen, dass man eben ein Handy auch unter bestimmten nachhaltigen Gesichtspunkten herstellen kann und dann auch in den Markt stellen kann. Die öffentliche Beschaffung kann dies beschleunigen. Deshalb unterstützen wir auch Initiativen, die durch Standardisierung dazu beitragen, die Nutzungsdauer von IKT-Produkten zu verlängern. Und die 2014 in Kraft getretene EU-Richtlinie über Funkanlagen, die eine Standardisierung für Ladegeräte feststellt, ist ein Beispiel dieser Bemühungen. Auch die Steigerung der Ressourceneffizienz im Bau ist im Progress 2 verstärkt mit eigenen Maßnahmen unterlegt. Also wir haben das jetzt aufgegriffen, weil wir ja auch nicht nur Umwelt- und Klimaministerium sind, sondern auch Bauministerium. Ich kann Ihnen aber verraten, auch wir diskutieren im Haus da oftmals sehr heftig miteinander. Aber wichtig, dass wir es auch hier mit aufgenommen haben, nämlich das Potenzial in diesem Bereich ist enorm. Und in Deutschland, aber auch weltweit. Ich nenne Ihnen da mal ein Beispiel. Das ist typischerweise China. Und so hat China in den 3 Jahren von 2011 bis 2013 mehr Zement verbraucht als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Und jetzt, Herr Grieshammer, wie gut, dass wir unser zweiter Umweltpreisträger dieses Jahr, der für Betonrecycling steht, auch ausgezeichnet haben. Auch das ist so ein kleines Signal in die Richtung. Bauwirtschaftsverbände wurden im BMUB, der Runde Tisch Ressourceneffizienz im Bauwesen, gegründet. Und er dient als gemeinsame Informations- und Transferplattform und begleitet aktuelle Entwicklungen mit dem Ziel, Fortschritte im Bereich der Ressourceneffizienz im Bauwesen zu erreichen. Und über die Fortschrittsinitiative Zukunft am Bau werden vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung zudem Projekte zum Thema Ressourceneffizienz im Bauwesen beauftragt und gefördert und nicht zuletzt auch zu Indikatoren für das Bauwesen. Städte erweisen sich für alle Aktivitäten zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz als Labore unter realen Bedingungen. Und in den Städten werden in den nächsten Jahren die Weichen für den langfristigen Ressourcen- und Energiebedarf der Menschen gestellt. Das ist auch Städte, die großen, insbesondere die Megacities, die sind eigentlich die Potenziale, wo man auch wirklich viel gewinnen kann. Und wir sehen, dass bis in ein paar Jahren 70% der Menschen in Städten leben. Das mag manchmal in bestimmten Regionen, insbesondere in Entwicklungsländern und Schwellenländern, andere Ursachen haben als bei uns. Bei uns ziehen die jungen Menschen eher in die Städte, weil es dort die kurzen Wege gibt, weil Familie und Beruf kurz mit und schnell vereinbar sind und es weniger anstrengend ist wie bei mir auf dem Land. Aber Städte sind wirklich, insbesondere Megacities, wie gesagt, Labore unter realen Bedingungen und bieten uns ein großes Potenzial. Die Entwicklung der Stadt, die Quartiere, die Gebäude, das ist ein Schwerpunkt des ökologischen Umbaus und sowohl in Progress 2 wie auch im Klimaschutzplan der Bundesregierung. Und was nützt es, wenn dann auch, jetzt komme ich von Städten zu einem weiteren wichtigen Potenzial, nämlich der Mobilität, und des deutschen liebsten Kind, das Auto. Wenn ein Auto in Europa meist 5 Sitzplätze hat, manchmal sogar mehr, davon pro Fahrt aber nur im Schnitt 1,5 genutzt werden,
mal ganz davon abgesehen, dass das europäische Durchschnittsauto etwa 92% seiner Lebenszeit auf dem Parkplatz verbringt und dann den Rest noch auf der Parkplatzsuche und tatsächlich am Schluss nur 5% für die erforderlichen Strecken genutzt wird. Ich glaube, das macht klar, dass da auch ein großes Effizienzpotenzial ist. Und umso wichtiger ist es, Ressourceneffizienz als Gesamtkonzept zu begreifen und alle betroffenen Politikbereiche entsprechend zu vernetzen. Ich habe natürlich im Hinterkopf und setze auch auf insbesondere junge Menschen, dass da auch der Ansatz der Sharing Economy dann auch gelebt und umgesetzt wird. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, unser hoher Rohstoffverbrauch erschwert nicht nur die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele, sondern verstärkt auch den Klimawandel erheblich. Und deshalb sind die Beschlüsse von Paris auch Beschlüsse für die Ressourceneffizienz. Das 2-Grad-Ziel gibt vor, wie materialintensiv zukünftig wir wirtschaften dürfen, ohne die planetaren Grenzen des Klimasystems zu überlasten. Und als langfristiges Ziel sollen in der Europäischen Union die Treibhausgasemissionen 80-95% gegenüber 1990 reduziert werden. Für Deutschland bedeutet dies eine nahezu vollständige Dekarbonisierung. Das heißt wirklich keine fossilen Energieträger mehr. Und wenn ich sage nahezu, dann gibt es natürlich Bereiche wie in der Landwirtschaft, die nicht vollständig dekarbonisierbar sind, aber wo wir dann auch andere Kohlenstoffsenken brauchen. Das erfordert eine umfassende Änderung unseres Materialverbrauchs entlang der gesamten Wertschöpfungskette und in allen Bereichen. Angefangen vom Produktdesign, im Gebäudebereich, in der Abfallwirtschaft, in der Industrie sowie im Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbereich. Rund 20% des weltweiten industriellen Energieverbrauchs geht alleine auf das Konto der Materialgewinnung und Verarbeitung. Den größten Anteil daran haben die Extraktion und Raffination, also Verarbeitungsschritte, die künftig noch weit mehr ins Gewicht fallen, wenn auch Erze mit geringerem Metallgehalt und in schwer zugänglichen Gebieten genutzt werden müssen. Der so entstehende Energiebedarf wird derzeit vor allem aus fossilen Energieträgern gedeckt, die mit hohen Klimagas- und sonstigen Emissionen einhergehen. Viele Landnutzungen verstärken diese Problematik zusätzlich. Etwa die Hälfte der industriellen CO2-Emissionen gehen auf Produktion und Verarbeitung von nur 5 Grundstoffen zurück. Stahl, Zement, Papier, Plastik und Aluminium sind dies. Das zeigt allein, Materialverbrauch und Treibhausgasemissionen sind 2 Seiten einer Medaille. Mit den Beschlüssen von Paris haben wir uns auch für die Dekarbonisierung der Wirtschaft entschieden, das heißt einen sehr viel geringeren Primärrohstoffverbrauch. Recycling verbraucht je nach Metall zwischen 55-98% weniger Energie als die Herstellung aus Erzen. Es liegt wirklich auf der Hand, wohin die Reise gehen muss. Wir müssen so weit wie möglich auf Recycling setzen und dazu die Effizienz der Produktion so weit wie möglich steigern und der zielgerichteten Innovation den Weg ebnen. Und so muss es uns auch gelingen, den zusätzlichen Materialbedarf aufzufangen, der aus der Anwendung der Low-Carbon-Technologien resultiert, wie beispielsweise die für die Energiewende so wichtigen Windenergieanlagen. Alleine bekommen wir diese Herausforderung nicht in den Griff. Und deshalb müssen wir global denken und auch international zusammenarbeiten. Am dringlichsten mit den Staaten, die wie wir einen zu hohen Rohstoffbedarf haben. Und noch gibt es keinen internationalen Prozess, in dem sich die Staatengemeinschaft explizit mit Fragen des Rohstoffverbrauchs und der Rohstoffeffizienz beschäftigt. Und die Bundesregierung engagiert sich deshalb sehr stark dafür, dass sich dies ändert und nutzt ihre Möglichkeiten, Ressourceneffizienz
auf internationaler Ebene denn auch voranzutreiben. Und deshalb haben wir im vergangenen Jahr bei unserer G7-Präsidentschaft in Elmau dann auch eine G7-Allianz für Ressourceneffizienz gegründet, in der wir uns seither kontinuierlich zum Aufbau einer ressourceneffizienten Wirtschaft und einer nachhaltigen Ressourcenpolitik einsetzen und natürlich auch austauschen. Darauf wollen wir, jetzt blicke ich schon ins nächste Jahr, bei der G20-Präsidentschaft aufbauen und auch bei den großen Schwellenländern für ressourceneffiziente Technologien und Infrastrukturen sowie für die Förderung geeigneter politischen Rahmenbedingungen werben. In einigen G20-Staaten ist das Thema Ressourceneffizienz bereits verankert, zum Beispiel in Indien. Indien hat ein nationales Ressourceneffizienzprogramm gestartet und China hat Ziele für Ressourceneffizienz im Fünfjahresplan verankert. Also manchmal ist so ein Fünfjahresplan auch gar nicht so schlecht, weil er dann für uns wenigstens zum Zugucken, was sie schon alles vorhaben. Und in Mexiko spielt Ressourceneffizienz eine zentrale Rolle und hat Niederschlag in einem nationalen Programm für nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion gefunden. Die Zeit drängt und derzeit werden in den Schwellenländern der G20 Infrastruktur- und Produktionsentscheidungen getroffen, die natürlich auch den Wirtschaftspfad für die nächsten Jahrzehnte festlegen. Und wenn das keine Stranded Investments sein sollen, dann muss man natürlich heute auch darüber diskutieren, wie soll es denn weitergehen und wo kann man dann Potenziale und Synergien heben und wie sieht es auch international aus, wenn man vernetzt ist. Also insofern ist es wichtig, dass wir heute genau diese Rohstoffallianz weiterbringen, voranbringen und zusammenarbeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, unser hoher Rohstoffbedarf hat auch noch eine andere Seite. Wir sind eines der größten Rohstoffimportländer. Wir haben zwar ein paar Rohstoffe bei den Baumaterialien, Herr Seiler, Sie haben vorhin schon mal so Kies gesagt, so in der Nähe vom Rhein, Sie weiter oben, ich weiter oben, Sie weiter unten, so muss man es ja sehen, ist Kiesabbau immer, gibt wirklich auch Kies, sprich Geld. Es ist ein heimischer Rohstoff, aber bei den Metallen jedoch sind wir vollständig auf Importe angewiesen. Und Sie wissen alle, was Rohstoffabbau in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern heißt. Massive Belastungen der Umwelt, die sozialen Bedingungen, Arbeitsbedingungen sind teilweise verheerend. Es gibt massive Menschenrechtsverletzungen. Es ist Korruption oder es hängt auch mit der Finanzierung von Bürgerkriegen zusammen. Auch das gibt es, da haben wir manche Erfahrungen ja auch gesammelt. Das kann und darf für uns nicht akzeptabel sein. Wir meinen, dass unsere hohen Rohstoffimporte zu einer besonderen Verantwortung gegenüber den rohstoffexportierenden Ländern führen. Und wir haben die Pflicht, dazu beizutragen, dass unsere Rohstoffimporte nicht nur unserer eigenen Wirtschaft zugutekommen, sondern auch der Bevölkerung in den Exportländern zu mehr Wohlergehen führt. Und wenn wir bei Klima auch über Klimaflüchtlinge reden und auch sonst über Wirtschaftsflüchtlinge reden, dann ist es auch ein wichtiger Punkt, den wir gemeinsam angehen müssen. Wohlergehen hat viele Seiten, eben ein sicheres Auskommen durch gesundheitsverträgliche Arbeit und eine intakte Umwelt sind wesentliche Bestandteile davon. Saubere Luft, sauberes Wasser, sichere Ernährung, alles Markenzeichen einer intakten Umwelt und gleichzeitig Voraussetzungen für ein Wohlergehen und eine nachhaltige Entwicklung. Und deshalb müssen wir gemeinsam mit unseren Partnerländern alles dafür tun, dass diese Umwelt, unsere globale Umwelt intakt bleibt, im Interesse vor allem, und das heißt ja auch Nachhaltigkeit für unsere Kinder und Enkel, dass auch die nachfolgenden Generationen auch noch eine Chance haben, in Wohlstand und Sicherheit zu leben. Und deshalb würde und müsste, darf kein Rohstoff, der in Deutschland verwendet wird, sozial oder ökologisch problematisch sein. Das ist unsere Maxime und dabei liegt uns noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir haben da noch einen steinigen Weg.
aber mit den ILO-Kernarbeitsnormen haben wir eine wichtige Messlatte, was die sozialen Belange anbelangt, und das ist eine gute Grundlage. Auch der Schutz der indigenen Völker ist wichtig, und die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker muss ein Maßstab unternehmerischen Handels sein, und wir werden uns einsetzen, dass Deutschland diese Erklärung auch unterzeichnet. Unser wichtigster Punkt als Umweltministerium ist eine weltweit anerkannte Messlatte im Bereich der Umweltstandards. Nicht, dass es nicht eine Vielzahl von Umweltstandards aus verschiedenen Initiativen und für alle möglichen Anwendungsbereiche gäbe. Aber es fehlt an einem allgemeingültigen und anerkannten Maßstab, etwa vergleichbar wie die Kernarbeitsnormen. Hier müssen wir gemeinsam, ich sage wirklich gemeinsam, Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, alle Multistakeholder, noch viel Überzeugungsarbeit leisten, um in allen relevanten internationalen Gremien für diese Festschreibung und Überprüfung von Umweltstandards zu sorgen und insbesondere auch im Bergbau, auch aber für andere große Projekte, die Umweltwirkungen hervorrufen. Und Bergbau, habe ich ja schon gesehen, ist heute sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Denn Wasser, Land und Biodiversität sind ebenfalls wie Rohstoffe kostbare und begrenzte natürliche Ressourcen, die wir schonen müssen. Menschen, die in bergbaunahen Siedlungen leben, sind darauf angewiesen, auch sauberes Wasser zu haben, den Boden wieder nutzen zu können, auch darauf irgendwann mal Nahrungsmittel anzubauen, die unbelastet sind. Und hier sind Regierungen und Unternehmen gleichermaßen gefragt, damit Bergbauprojekte soziale Akzeptanz finden und zur nachhaltigen Entwicklung der Bevölkerung vor Ort beitragen. Aber auch bei uns höre ich leider immer noch oft, dass Umweltschutz die Wirtschaft behindert, und das sowohl, obwohl das Gegenteil eigentlich auf der Hand liegt und auch an Zahlen, man hat ja in der Wirtschaft immer gern Zahlen, sich das auch beweisen lässt. Wir haben in Deutschland seit den 70er Jahren auch das zeigen können, wir haben in vielen Bereichen Fortschritte erzielt, sowohl beim Rhein, beim Wasser, bei der Abfallbeseitigung, bei der Luftreinhaltung. In den meisten Gewässern kann man wieder baden, das ist überhaupt keine Frage. Und all auf diese Herausforderungen haben wir mit einer guten Kreativität und Innovation, mit Umwelttechnik das bewerkstelligt. Und wir sind nicht umsonst auch Marktführer, beispielsweise bei den Recyclingtechnologien. Das heißt, da liegt auch ein großes Potenzial, aber man muss jetzt auch die Investitionen jetzt zum richtigen Zeitpunkt entsprechend auch tätigen und auch im Ausland darauf hinweisen, welches Potenzial da liegt. Wir sind Vorreiter bei den Umwelttechnologien, und wenn wir über Effizienz reden, dann sage ich mal als Ökonomin, das heißt ja auch Kosten einsparen. Insofern gibt es wieder die Möglichkeit, den Handlungsspielraum auch die sinnvollen Investitionen zu tätigen. Fortschritte in Know-how und Technik ermöglichen heute einen Bergbau, der die Umwelt weit weniger belastet als früher. Beispielsweise können durch den Einsatz erneuerbarer Energien und durch mehr Energieeffizienz Energie eingespart und die Klimagasemissionen gesenkt werden. Und auch beim Wassermanagement oder bei der Rekultivierung stillgelegter Bergwerke gibt es viel Potenzial. Und gerade bei der Rekultivierung von Bergwerken, wo wir einfach schon eine Menge an Erfahrung gesammelt haben, sind wir auch im Ausland wirklich gefragt. Und deshalb ist unsere Umwelttechnik zu Recht ein Zukunftsmodell und auch für die Wirtschaft eigentlich ein Zukunftsgeschäftsmodell. Das reicht allerdings nicht aus. Wir dürfen uns nicht darauf beschränken, unsere Umwelttechnologien zu exportieren, denn es fehlt vor allem auch an tragfähigen Konzepten, die wir gemeinsam mit den Partnerländern entwickeln, einführen und umsetzen müssen. Dazu braucht es Wissenstransfer und Ausbildung auf allen Ebenen. Die Bundesregierung hat zum Beispiel im Rahmen der Rohstoffpartnerschaft mit der Mongolei in Ulaanbaatar die Deutsch-Mongolische Hochschule für Bergbau aufgebaut. Und nicht nur das, wir beraten sie auch im Bereich mit dem Naturschutz, wie man eigentlich, sind ja auch Nomaden, wie man Lebensräume möglichst nicht durchschneidet mit Schienenprojekten, die zu den Bergbaugebieten führen, sondern wie man damit möglichst natur- und umweltverträglich auch umgeht. Auch mit den Peruanern haben wir eine Rohstoffpartnerschaft und haben im Oktober hier
ein Rohstoffforum in Peru gehabt. Ebenfalls ist uns wichtig, dass wir in Bereichen, in denen wir gute Erfahrungen in der Gesetzgebung gemacht haben, diese Erfahrungen auch weitergeben, nicht zuletzt, wenn es um den Bergbau geht. Beispielsweise haben wir bei uns ein klares Verursacherprinzip und verbindliche Nachsorgemaßnahmen festgelegt, die dazu beitragen, dass der Kohleabbau nicht zu einem dauerhaften Ausverkauf der Umwelt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, die Frage, mit welchen Folgen unser Rohstoffbedarf in den Ländern verknüpft ist, aus denen die Rohstoffe in unseren Produkten und Gütern stammen, das beschäftigt die Öffentlichkeit immer stärker. Stärkt der Rohstoffabbau in dem jeweiligen Land die nachhaltige Entwicklung der Bevölkerung? Welche Umweltfolgen hinterlässt er, die das Partnerland zu bewältigen hat? Wie gehen wir damit um, wenn der Rohstoffabbau soziale Konflikte auch hat? Wie gehen wir damit um mit den Konsumenten und Verbraucherinnen in Deutschland, die sich zu Recht auch diese Fragen stellen? Und wie gehen wir entlang der Lieferkette, der Rohstoffkette um? Und wollen wir nicht zunehmend auch wissen, wo wird der Rohstoff abgebaut, unter welchen Bedingungen, wie wird er verarbeitet und wie kann er am Schluss, am Ende der Lebensdauer des Produkts auch wieder möglichst energieeffizient und umweltfreundlich zurückgewonnen werden. All das beschäftigt uns und das ist gut so. Unternehmen sollten eben auch dann offenlegen können, woher denn die Rohstoffe in ihren Produkten kommen und unter welchen Bedingungen sie abgebaut wurden und gewonnen wurden. Das liegt im Interesse der Unternehmen, also nicht nur die Technologie, die ich gerade beschrieben habe, sondern da geht es jetzt um die soziale Innovation. Es geht hier um ein faires und um ein nachhaltiges Produkt. Und ich sage Ihnen jetzt schon, das ist auch ein Kapital für Unternehmen, wenn man dann zeigen kann, dass man nicht nur in bunten Papieren darüber mal eine kurze Geschichte schreibt, sondern dass dieser Ansatz auch in einem Unternehmen gelebt wird, umgesetzt wird. Das ist ein richtiger, guter Asset. Schließlich liegt es auch im Interesse derjenigen Rohstoffexportländer, die Rohstoffabbau sozial und umweltgerecht betreiben und dafür sorgen, dass ihre Bevölkerung am Rohstoffreichtum auch teilhat und partizipiert. Sie gewinnen so auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Ländern, in denen Rohstoffreichtum nur wenig nützt oder gar zum Rohstofffluch wird. Und deswegen ist es so wichtig bei den 17 Goals, dass wir diese Rechtsstaatlichkeit mit da drin verankert werden und dass auch Korruption dort eine Rolle spielt, nämlich dass sie nicht vorkommen soll. Ich begrüße besonders, dass Initiativen, die die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe über die globalen Lieferketten sicherstellen sollen, zunehmend an Fahrt aufnehmen. Jetzt bei der Textilkette haben wir den ersten Schritt gemacht. Sie ist freiwillig, aber sie hat doch ziemlich Bewegung gebracht. Und am Ende des Tages brauchen wir diese soziale Akzeptanz, nämlich sie ist dann wirklich auch ein Erfolg, ein wirtschaftlicher Erfolg für die Unternehmen. Meine Damen und Herren, Sozial- und Umweltstandards sind daher nicht alles. Auch gute Standards versagen, wenn sie nicht oder nur mangelhaft umgesetzt werden, weil die Regierungen schwach sind, weil die Kontrolle fehlt. Oder wenn Umweltstandards in Zeiten niedriger Rohstoffpreise zu Verhandlungsmasse werden, weil man hofft, so mehr ausländische Investoren anziehen zu können. Ganz wichtig: Handeln wir gegen Korruption, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, wo immer sie uns begegnet, denn nur dann können Umwelt- und Sozialstandards ihre Wirksamkeit entfalten. Ein transparentes, rechenschaftspflichtiges Management der natürlichen Ressourcen ist für die Akzeptanz und Vertrauen der Bevölkerung in ihrer Regierung unverzichtbar. Deutschland hat im letzten Jahr seinen IT-Kandidaturantrag eingereicht und arbeitet intensiv daran, die Anforderungen umzusetzen. Der kontinuierliche Austausch zwischen Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der Multi-Stakeholder-Gruppe hat die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Interessensgruppe auch bei uns bereichert und verbessert und könnte wirklich Modellcharakter für andere Bereiche von gesellschaftlichem Interesse denn auch entfalten. Auch der Vorschlag der Europäischen Kommission über eine Verordnung der Rohstoffe aus Konfliktgebieten ist ein Fortschritt
und nach dem wegweisenden Aufschlag durch den US-amerikanischen Dodd-Frank Act, und jetzt füge ich in Klammer hinzu, hoffentlich bleibt er denn auch, folgt nun die Europäische Union mit einem Legislativvorschlag. Aber wir haben ja schon gesehen, manchmal wird was angekündigt so und dann wird dann doch klein bei nochmal erkannt, dass es vielleicht ein paar Vorteile hat. Sicher an manchen Stellen hätte ich mir ja energischere Regelungen gewünscht, aber ich habe ja auch lange genug in der Politik gelernt oder in der Anti-Atom-Bewegung, dass man manchmal kleine Schritte gehen muss, um das große Ziel zu erreichen. Der Kompromiss bietet aber eine Basis, auf der man Erfahrungen mit dem Instrument sammeln und eine solide Umsetzung aufbauen kann. Und die Überprüfungsklausel, die erstmalig nach 2 Jahren und danach alle 3 Jahre vorgesehen ist, bietet die Möglichkeit, die Verordnung zu verbessern, sollte sie keine hinreichende Wirksamkeit entfalten. Und natürlich müssen wir die Übergangsfrist intensiv nutzen. Einerseits sollten sich die Unternehmen in der EU umfassend und frühzeitig auf kommenden Anforderungen vorbereiten, denn sie können nicht damit rechnen, dass ihnen nach der Übergangsfrist von 4 Jahren noch eine weitere Probezeit dann eingeräumt wird. Deshalb gilt es, die Umsetzung der Anforderungen ganz praktisch auszuprobieren. Nur so zeigt sich, wo eventuell noch Beratungsbedarf besteht und dann auch rechtzeitig in Angriff genommen werden kann. Jetzt haben wir es fast geschafft, meine Damen und Herren. Wir haben in den letzten Jahren einiges erreicht, ja, wir haben einiges geschafft. Aber wie eingangs schon erwähnt, wir haben noch einen weiten Weg vor. Und dass wir weiterkommen, es liegt auch an Ihnen. Ihre Forschung zur Rohstoffwende ist für uns wirklich ein wertvoller Beitrag. Sie bringen viele Erkenntnisse mit ein. Und ich glaube, dieser Ansporn bis 2049 zeigt es auch nochmal, dass Sie intensiv hier dran arbeiten. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Und wenn wir künftig jeden Rohstoff mehrfach verwenden oder mehrfach wenden, um ihn zu verwenden, dann hätten wir schon einen wichtigen Wendepunkt erreicht. Und wie bei allem ist es so, je mehr wir darüber auch diskutieren, desto mehr rückt es ins Bewusstsein. Und dann kommt von alleine manchmal mit einem kleinen Anstoß oder mit bestimmten Rahmenbedingungen auch der Politik es doch dazu, dass der Weg in die richtige Richtung vorangeht. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Rohstoffwende 2049 und heute lebhafte Diskussionen im Verlauf des Tages. Herzlichen Dank.